Welches Gebäude bin ich? Welches Gebäude bin ich? Bin ich ein Wohngebäude? Nein. Okay. Bin ich ein Schloss? Nein. Bin ich ein Stadion? Nein. Stehe ich in Deutschland? Sag mal, du stehst Minimum, ich glaube, 8 Stunden von Deutschland entfernt. Oder eher 6. Wisst ihr, wie lange man dahin fliegt? Okay. Ich habe eine Idee. Stehe ich in Europa? Ja. Super. Stehe ich in Deutschland? Nein. 6 Stunden Flugzeit, ihr Lieben. Na, von Deutschland 6 Stunden Flugzeit, da fällt mir nur Dubai ein. Stehe ich in Dubai? Nein. Okay. Stehe ich in Abu Dhabi? Nein. Dann bin ich irritiert. Aber du hast jetzt schon die übernächste Frage gestellt. Ja, du hast ja geantwortet. Da kann ich ja nicht für. Darf ich auch 2 Fragen stellen? Also, stehe ich in einem Land mit Meerzugang? Ja. Stehe ich in Spanien? Nein. Stehe ich in Portugal? In Portugal? Nein. Stehst du auch nicht? Ich bin wieder dran. Gib dem Hagi noch einen Tipp. Wo kann man mit Schildkröten schwimmen? Mit Schildkröten schwimmen? Schildkröten? Wo gibt's denn Schildkröten? Wenn du das wüsstest, wüsstest du auch, welches Land es wäre. Stehe ich in Madagaskar? Da gibt's garantiert Schildkröten. Nein. Okay, du bist dran. Stehe ich in einem südlich gelegenen Land? Südlich von was? Von Europa. Südlich von Europa? Wenn du es so willst, nein. 6 Stunden Flugzeit von Deutschland. Man kann mit Schildkröten schwimmen. Also diese Eckdaten helfen mir richtig gut. Ich fange nochmal von vorne an. Bin ich eine Sehenswürdigkeit? Ja, definitiv. Stehe ich in Amerika? Also, Hagi, ich weiß ja nicht, mit welchem Flugzeug du fliegen willst. Aber 6 Stunden ist nicht machbar nach Amerika. Aber wo fliegt man denn sonst 6 Stunden hin? In Russland gibt es garantiert keine Schildkröten, außer im Zoo vielleicht. Also nein. Ich bin dran. Stehe ich in den skandinavischen Ländern? Nein. Du bist viel zu weit weg. Freunde, wir wissen es nicht. Ihr müsst uns helfen.